Hallo Fritz, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander sprechen. Ich weiß ja, dass du Blasenprobleme hast und dass der Hof manchmal so aussieht, weil du dich nicht unter Kontrolle hast. Aber die Kundenautos? Oh, bitte nicht aufregen, da muss ich immer pullern. Oh, nein, nicht schon wieder. Ehrlich? Okay. Also Spaß beiseite, bevor das wieder jemand glaubt. Die letzten Tage ist es immer so im Wechsel. Ich meine, da sieht man es gerade. Da guckt man der blaue Himmel durch, aber es regnet. 5 Minuten dann wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht. Fritz hat heute das Auto wie oft trocken gemacht? Fünfmal wolltest du jetzt. Also ich sag, wir machen jetzt einfach das Video, weil langsam rennt uns auch ein bisschen die Zeit davon. Gerade auf meine imaginäre Uhr geguckt. Sieht ja auch ganz schick aus, so mit so ein bisschen. Gibt einem gleich so Need for Speed Vibes irgendwie. Na, weißt du noch hier, das erste Need for Speed der neuen Reihe, da war es doch immer so dauernass. Was ich eigentlich nicht so cool fand, aber für Wetterwechsel hat es wohl nicht mehr gereicht. Aber an sich war es ein cooles Need for Speed. Also ich fand es wirklich. Das ist 2015 auch. Genau, das mit dem RWB-Kram und so. Was, ne, die Story war ein bisschen cringe, aber gut. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Fakt ist, nach all der langen Zeit mit schlechten Need for Speed war es mal einfach mal wieder ein schönes Ding. Gab's nicht bei Need for Speed, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und SL? Würde mich aber nicht wundern, wenn die da drin waren. Kommen wir zu dem. Heute mal ein deutsches Auto. Ja, ich höre schon. Wird man wieder an den Klicks sehen, Fritz, sage ich dir jetzt schon. Aber ist ja auch egal. Wir wollen das Auto vorstellen, das ist mal was anderes und deswegen machen wir das jetzt auch. Und zwar haben wir den Wagen ersteigert für einen Kunden, logischerweise. Ein SL63 AMG Black Series. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, ob sich das jetzt gelohnt hat. Also muss ich ja, sonst hätte das ja nicht gemacht. Aber wie das jetzt im Verhältnis zu deutschen Preisen steht, fragt bitte in den Kommentaren nicht, wie viel der kostet. Ich werde es euch nicht sagen, weil der wahrscheinlich auch weiterverkauft wird. Also das werde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an wie immer. Oh! Der Flügel ist im Weg. Wollt auch nicht spoilern oder so, ne? Spoilern? Haha! Wortwitz! Ja, Carlsen-Felgen drauf. Optisch passen sie natürlich wunderbar. Kann ich jetzt auch nicht mal sagen, ob das zum Paket gehört oder nicht. Macht auch nichts. Wir wissen auf jeden Fall, dass er 6,3 Liter Motor hat. Ordentlich Bums. Und das hört man auch. Und dazu komme ich aber gleich, wenn wir nach hinten gehen. Und ja, es wird heute auch wieder ein Soundvideo dazu geben. Erstmal eins nach dem anderen. Darüber lässt sich natürlich streiten. Es ist ein Cabrio. SL halt, ne? Aber ich finde es an sich optisch ein sehr geiles Auto. Aber wir sind beide der Meinung, dadurch, dass es ein Cabrio ist, verläuft sich hier die Linie ein bisschen. Ja. Nicht so schön. Also es ist nicht hässlich, aber es könnte auch cooler sein, ne? Kann man den CL da als Beispiel nehmen, von der Linie her? Ich meine nicht den CLS, verwechsel das nicht mehr. Ja, ja. Weil dann wäre das ja mehr auslaufend, ne? Ja, genau. Das wäre schon cooler, glaube ich. Man hat jetzt natürlich keinen direkten Vergleich, aber ich würde es fast sagen. Obwohl ich das nicht schlecht finde. Da meckerst du mehr als ich über diese Optik. Das stimmt. Ich habe auch gerade gemerkt, weil wir hier angefangen haben und das ein Linkslenker ist, müssen wir leider nochmal rübergehen. Das macht hier keinen Sinn. Aber dann kommen wir jetzt halt zuerst hinten an, ne? Ja, wie schon gesagt, SL63 AMG. Ist auch nicht einfach dran geklatscht, das ist wirklich so. Wo wir jetzt hier hinten ankommen, will ich gleich mal erwähnen, wo ich schon immer neidisch drauf war. Egal, ob ich einen Lexus V8 hatte oder, also Toyota V8 oder jetzt auch der Porsche V8. Der Lexus ist natürlich, so ist es ja auch gewollt, sehr dezent. Understatement pur halt, ne? Mhm. Der Porsche, der klingt geil, weißt du ja selber. Keine Frage. Klingt auch irgendwie ein bisschen nach Porsche 6-Zylinder als mehr als V8, finde ich. Dieses Röhren, dieses typische, das hat er auch, wie auch immer die das gemacht haben, ne? Aber worauf ich hinaus wollte und worauf ich schon immer neidisch war. Darauf bin ich nicht neidisch. Der Sound von AMG. Das stimmt. Egal, ob wir einen C63 hier hatten oder jetzt den SL oder auch schon mal den M11, wenn du dich erinnerst. Alter, dieser Sound ist einfach so geil vom AMG. Also dieses aggressive, kann man das Knattern nennen? Kernig. Kernig ist ein gutes Wort. Dieser kernige Klang von diesem AMG Motor, Außenanlage zusammen, wie auch immer. Ich finde es einfach geil. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Also für mich ist das wirklich von 1V8, die ich schon gehört habe und so kenne, mal die ganz alten amerikanischen Muscles außen vorgenommen, weil das ist ja Hubraum pur. Obwohl der sich auch nicht verstecken muss mit 6,3 Litern. Das ist wirklich ein richtig geiler Klang. Für mich. Gehen wir mal zur richtigen Seite jetzt, ne? Damit wir auch mal drinnen ein bisschen was zeigen können. Genau. Dann kann ich auch das Aggregat vorne mal aufmachen. Mach da auf. Nee, mach ich jetzt nicht mehr. Gut. Dann liken, teilen, abonnieren.
Das Verdeck lasse ich jetzt mal zu. Ja. Aus offensichtlichen Gründen. Also Innenraum ist auch super schön noch. Der hat ja auch nicht viel gelaufen, mal davon ab. Was ich nicht so schön finde, muss ich sagen, ist das Lenkrad. Ja. Das sieht mir ein bisschen zu, wie soll ich das nennen? Ich hab's heute nicht so mit dem Begriff, merkst du das? Ich hätte jetzt Opa-mäßig gesagt, aber das kommt nicht ganz hin. Ich weiß, das sieht... Das ist ja noch das Lenkrad vom Vor-Facelift. Also... Ach hier, er kommt jetzt mit Fachwissen in die Ecke. Das ist ja hier schon zweite Modellpflege, deswegen finde ich das auch ein bisschen seltsam. Hast du dich im AMG-Fanforum schlau gemacht, wo du auch angemeldet bist? Ja. Ja, also ich kann es nicht genau erklären, was ich meine. Es ist... Altbacken. Ich möchte den Vergleich jetzt nicht sagen, weil dann fühlt sich bestimmt irgendjemand auf den Stift getreten, aber da mir das immer egal ist, mache ich das trotzdem. Mich erinnert das an das Micra-Lenkrad. Guck, google das mal, wenn du jetzt das, wenn du das Video schneidest, google das Lenkrad mal und blende es mal ein. Dieser, den meine Mutter auch hatte. Mhm. Diesen Micra meine ich. Daran erinnert mich das Lenkrad irgendwie. Und deswegen wertet es das innerlich in meinem Kopf so ein bisschen ab. Den Micra gab es auch als Cabrio. Na, wer weiß. Stell mal Micra Cabrio mit der Maschine vor. Mit AMG-Motor, ja. Da wäre meine Mutter auf jeden Fall recht schnell bei Penny Normhausen gewesen. Mit. Auf jeden Fall. Obwohl die sowieso immer schon durch... Dir kann ich das jetzt erklären, das ist aber ein ziemlicher Insider. Also, ich komme aus dem Dorf, es gibt einen normalen Weg zum Pennymarkt, der 3-4 Kilometer weit weg ist. 5 Kilometer, sagen wir mal 5. Es gibt aber auch von meinem Dorf einen direkten Weg, ohne Umweg, durch die Feldmark, will ich es mal nennen. Ja. Und das ist ein ziemlich aggressiver Beton... Alter, hast du mich... Das Kamin hat mich gerade voll erschrocken. Na, wie geht's dir, Kollege, hm? Ja, jedenfalls gibt es da einen Betonplattenweg, der aber auch schon seit 1960 so aussieht, denke ich mal. Und wenn man da etwas schneller lang fährt, dann kommt einem das schon vor wie Rallye Dakar. Kommt das hin? Ja. Und die ballert da locker mit 70, 80 lang mit dem Ding. Das muss das Fahrwerk abkönnen. Also Chapeau an die Ingenieure. Das Ding hält es auf jeden Fall, hat es jahrelang ausgehalten. Aber wieder zurück zum Thema. Was ich schon immer cool fand, auch bei den Älteren, also was heißt älter, SL, obwohl wir hatten ja sogar bis zum R129, hatten wir ja schon alles. Ich habe mal kurz so im Kopf überschlagen, aber ja, auch das Vierauge will ich es mal nennen. Genau, sowas hatten wir auch schon. Ja, und was ich immer cool finde, ist dieser Schalter für das Dach. Ja. Irgendwie hat das was. Weil bei manchen Cabrios, das weißt du ja selber, das ist manchmal so versteckt irgendwie, warum auch immer. Und das ist halt so ein Kernelement und das finde ich cool, cool gelöst auf jeden Fall. Und... Bei Benz ziemlich gut gemacht, weil was war denn das? Das eine Auto mal, wo das erst musst du einen Knopf drücken, dann musst du das Verdeck manuell bewegen, dann musst du wieder einen Knopf drücken. Und das war der FC. Na gut, dann nehme ich den mal raus, altersbedingt. Aber wir hatten schon mal ein neueres Cabrio, da war es auch recht kompliziert. Und hier drückst du halt auf den Knopf, das macht alles und fertig, ne? Darauf wollte ich halt hinaus. Mhm. Ansonsten, die Carbonoptik finde ich sehr schick. Ja. Zu der Farbe vom Leder lässt sich und Armaturenbrett lässt sich natürlich streiten, keine Frage. Was man aber nicht abstreiten kann, ist, wie bequem die Sitze sind und die Qualität. Das stimmt. Das ist echt der Wahnsinn. Aber das ist egal, bei welchen Benz bisher gewesen. Feinstes Taxileder. Taxileder? Das Tier kenne ich gar nicht. Hast du das gesehen? Mhm. Ich weiß aber noch, dass wir irgendwann mal einen Benz hatten, wo ich das nicht gefunden habe, weil es an der Seite war. Kommen wir noch mal zum Aggregat. Aggregat. So eine Riesenhaube. Und wiegt nicht mal die Hälfte von einem R34 GTT. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ja. Obwohl, na gut, die Haubendämpfer machen ja ihr Übriges, aber fällt mir immer wieder auf, egal bei welchem Auto. Ja, da ist das gute Stück. Ist ein Motor, würde ich sagen. Ja. Und sowas hätte ich mir halt auch bei Lexus gewünscht, weißt du? Genau. Das hatten wir ja beim LS erst das Thema. Hier ein bisschen Applikation, Spielerei drin dran, halt sowas halt. Und nicht einfach nur so ein silberner Plasteblock, bumm. Herbst. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt nur für die Belegschaft. Ne? Wer hat den eigentlich gebaut? Stefan Weger. Grüße gehen raus. Was machst du da jetzt? Stell dir mal vor, der kommentiert jetzt. Das wäre richtig cool. Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall trotzdem schöne Grüße an Stefan Weger. Und vielleicht über Umwege wird er ja irgendwann mal das Video sehen und kann dann sagen, hey, ich wurde in einem YouTube-Video erwähnt von einem mittelmäßigen bis schlechten YouTuber, der nicht mal 5000 Abonnenten hat. Was gibt's noch zu sagen, Fritz? AMG-typisch, geiler Motor. Oder redest du jetzt von der Performance? Ja, 525 PS, die machen schon ordentlich Spaß. Klingt nach einer Ansage auf jeden Fall. Selbst heute noch, ne? Ja. Wo das ja mittlerweile schon ins Unendliche geht. Es ist ja mittlerweile schon ein Frevel, wenn man unter 500 PS in einem sportlichen Auto hat. Gefühlt kommt einem das immer so rüber. Finde ich zwar Quatsch, weil es kommt auch immer ein bisschen aufs Auto drauf an, aber... Richtig. Jeder wie er mag. Gut, ich würde dann sagen, Porn. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren.
Du gehst wieder in deine Hütte, weil es regnet bestimmt gleich wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Sumo-Team.